anschlagen, sondern eine leicht asymmetrische, um hier einfach im oberen Wirbelbereich, weil es mir der Wirbel zulässt, einen schönen Effekt zu erzielen. Auch hier ist es wieder wichtig, im Gegensatz zu dem normalen klassischen Fasonhaarschnitt, der im Ansatzbereich natürlich, im Konturenbereich von kurz langsam ansteigend ins längere variiert, so ist momentan der Trend so, dass die Seiten sehr, sehr schmal gelassen werden und bis nach oben hin gekürzt werden, damit der Fokus dann im Oberkopfbereich weiterhin entsteht, um hier dann eben unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, freche, franzige, aber kleine Köpfe oder leicht strukturierte Köpfe. Someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running. I will find you. Im Nackenbereich werde ich hier natürlich leicht unterschneiden, um einfach auch hier einen leichten, aber weichen Bruch zu erzielen. Kann ich genauso einen Fasonhaarschnitt eben machen, je nachdem, wie progressiv der Kunde eben diese Schnittvariation haben möchte. Auch hier möchte ich von der Länge wenig wegnehmen, aber hat sehr, sehr dichtes Haar. Deswegen werde ich eine Tiefenevelage vom Ansatz abmachen und nach oben raus in Längen und Spitzen natürlich auch viel Volumen rausnehmen. Immer mit dem vorderen Drittel der Evelierschere, damit ich alles auch schön steuern kann und jedes Gebiet auch nur einmal durchevelieren kann. Drag behind, I drag behind, I drag.
Denn der wichtigste Schnitt im Oberkopfbereich ist, da wir ja immer neigen zur Perfektion und immer sagen, weiche Verbindungen. Das müssen wir momentan in die Schubladen lassen, weil sonst fangen wir auch wieder an, im seitlichen Bereich zu fummeln und eine Verbindung zu machen. Deswegen schmeißt das momentan in die Schublade rein. Wenn es wieder gewünscht ist, dann haben wir es wieder. Deswegen ist es auch hier wichtig, dass hier auch ein Schnittunterschied ist. Und natürlich habe ich hier jetzt auch eine peppige und progressivere Variante gewählt. Ansonsten ist es auch hier wichtig, 2 cm bis 3 cm im seitlichen Bereich zu behalten. Dann kann ich im oberen Bereich das problemlos 2-3 cm überlappen lassen. Dann habe ich die weichere, softere Verbindung. Und wenn ich eben progressiver ran will, dann kann ich diese Seiten auch richtig schön frech kurz machen. Im hinteren Bereich eben diese Dreiecksabteilung, wo wir vom Wirbel raus eben dieses Überlappende, auch das wird neu in Trend kommen. Hier wird man auch eben diese kurze Variante, wenn man alles weit gedehnt laufen lässt, von einem Beatle-Schnitt haben. Pilzkopf oben, natürlich sehr kurz und durchgefranst, für uns jetzt erstmal. Und auch hier dieses Überlappende im Hinterkopfbereich. Wir wollen natürlich noch ein bisschen progressiver gehen. Deswegen werde ich den vorderen Konturbereich auch recht kürzen noch, um natürlich nicht die Normalität vom Ansatz her nach oben zu machen, sondern auch hier einen schönen Bruch reinzumachen. So, jetzt wenn ich die Haare schön nach oben ziehe, dann sieht man eben diesen bruchähnlichen Bereich, was sehr, sehr schön ist und auch sehr trendig orientiert ist. Und egal wie der Kunde unser im Salon des Style, das wird trotzdem immer eine schöne, weiche Verbindung sein, weil dieses längere, überzogene, diese Weichheit und Verbindung vor dem ganz kurzen nach oben immer macht. Egal, ob der Kunde jetzt eben, wie wir gesagt haben, einen kleinen, einfach leicht franzig rebellischen Kopf hat oder eben dieses nach vorne gezogen überlappende und auch dann gleichzeitig dieses diagonale überlappende von vorne nach hinten fortführt.